In der Zeit der Montagsdemos, da, also gab es dann immer so, wenn du bei einer Demo bist oder wenn wir uns verlieren und du siehst deine Eltern nicht oder die Leute, mit denen du da bist, das macht auch so die Mundpropaganda, dann lauf in den Keller der Paulskirche. Die haben da in so einem großen Keller, da bist du dann erstmal in Sicherheit. Wir wussten ja auch, wer betroffen war. Und uns ist nochmal deutlich geworden, was für ein mutiges und direktes Engagement auch in den Nerv des Staates diese Umweltbibliothek war. Jeder war namentlich in die höchsten Leitungsstrukturen bekannt. Und dann riefen die an und gaben mir unterm Tisch so kleine Zettel, auf denen stand, der erste war Anruf Heinrich-Heine-Straße. Keine besonderen Vorkommnisse, die Grenze ist zu. Es sind Tausende von Menschen auf der Ostseite versammelt. Und dann kriegte ich ein paar Minuten nach 11 den entscheidenden Zettel, Bornholmer Straße ist offen, man kann ungehindert von Ost nach West.